Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem zeitlosen Klassiker. Ich schaue mal in die Kamera rüber. Wir haben nämlich ein bisschen den Kamerawinkel geändert seit dem letzten Projekt, weil das doch öfter beanstandet wurde, dass man mich nicht schön sieht und sowas. Und ich habe mir gedacht, wir machen jetzt mal einfach so ein seitliches Bild. Ich muss noch ein bisschen mit dem Licht rumspielen, weil wahrscheinlich spiegelt meine Brille ganz gut, aber das soll für das Projekt mal so in Ordnung sein. Und wir schauen uns mal den Klassiker von 1991, beziehungsweise ich glaube sogar 92 in Europa erst, ist aber wurscht. Super Mario World auf dem Super Nintendo. Schauen wir uns mal gemeinsam an. Und ja, wir starten einfach direkt mal rein. One-Player-Game. Man kennt das Spiel. Ich denke mal, ich muss nicht groß was dazu sagen. Ja, willkommen. Wir sind hier im Dinosaurierland und in diesem seltsamen Land, was wir gefunden haben, haben wir herausgefunden, dass Prinzessin Toadstool mal wieder entführt wurde und es sieht so aus, als wäre Bowser wieder mal an allem schuld. Wer auch sonst. Und ja, ich kenne dieses Spiel unfassbar gut. Also, ich war auch, also immer öfter, wenn ich mal bei. Das war gut. Ich muss erst wieder ein bisschen reinkommen. Auch, ich habe in letzter Zeit öfter mit Tastatur gespielt und ich muss jetzt erst wieder in das Controller-Gameplay reinkommen, aber ich denke, das kriegen wir alles hin. Ich muss da nur ein bisschen üben, dann kriegen wir das alles schon in den Griff. Ja, was gibt's zu sagen? Ja, wir haben jetzt hier mal ein Projekt, was ich auch komplett am Stück wahrscheinlich aufnehmen werde. Also natürlich in Parts geteilt, wo ich mich auch verabschiede und alles drum und dran, wie ihr das ja kennt. Allerdings nehme ich das jetzt komplett am Stück auf. Also die ganzen, keine Ahnung, ich brauche so gefühlte 2 Stunden, glaube ich, für das Spiel. Werde jetzt auch nicht hier durchrennen wie ein Bekloppter. Das muss ja nicht sein. Natürlich zügig spielen, wo geht. Aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Machen das ganz gediegen und ich denke, dass ich so in 8, 9 Parts vielleicht fertig bin. Schauen wir mal. Wenn das Gefehle losgeht, weil die Konzentration nachlässt, dann sieht das vielleicht anders aus, aber ich habe da großes Vertrauen in meine Skills und wir schauen einfach mal, wie es wird. Ja, und jetzt kommen wir dann auch mal zum Game Talk, würde ich sagen. Ja, Super Mario World, eins der. Nee, nicht eins der ersten Spiele, was ich gespielt habe. Ich habe deutlich früher schon gespielt. Aber doch eins der ersten Spiele, das ich selbst besessen habe, weil das NES, was ich besessen, was bei uns im Haus früher war, da war ich noch ein bisschen jung. Also da kann man nicht von gehörte mir sprechen. Aber doch, das Super Nintendo war dann doch das erste, die erste Konsole, die ich dann so mein eigen nennen durfte. Und da war Super Mario World natürlich dabei. Also wir sprechen da so von. Ja, 93, 94 rum, da dürfte ich so 5, 6 Jahre alt gewesen sein. Bin also ein Console-Native, wenn man das so betiteln darf. Und ja, als Kind habe ich das auch schon durchaus geschafft, durchzuspielen. Also ich war auch früher schon ein kleiner Mario-Nerd. Und ja, deswegen dachte ich mir, ich spiele das jetzt mal, da kenne ich mich aus und bringe euch ein bisschen Videokram. Und dann. Das war gut. So in etwa sollte das auch werden, aber ja, das haben wir dann wohl verkackt. Ja, Debütauftritt Yoshi. Hurra! Danke, dass du mich gerettet hast. Mein Name ist Yoshi und auf meinem Weg, meine Freunde zu retten, hat Bowser mich in diesem Ei, in dieses Ei gesperrt. Ja, heute ja feste Größe bei Nintendo, dieser Yoshi. Ich nenne ihn ja auch gerne. Manchmal Joschberg oder Joschberger. Ja, das war sein erster Auftritt tatsächlich. Nee, nicht ganz. Also er war auch schon auf dem NES mal zu sehen, aber da konnte niemand wirklich was mit dem Charakter anfangen, weil er einfach aus dem Nichts kam. Aber hier sein erster Auftritt. Und ja, nehmen wir natürlich mit, den lieben Yoshi, weil, wie wir ja alle wissen, ist Yoshi der am meist geopfertsten Charaktere in der Videospielgeschichte, glaube ich.
Ich kann das tatsächlich, könnte ich es eigentlich auch mal demonstrieren. Da kann man mal hier so Speedrun-Sachen machen, so zum Beispiel. Und dann wäre Yoshi auch schon wieder weg. Und wir haben einfach 3 Sekunden oder so gespart. Das ist dann so Speedrun-Kram. Ich habe halt leider durch den Controller hier, triggert er das Rennen nicht richtig. Das heißt, ich brauche unverhältnismäßig lange, bis er losrennt. Hier, jetzt rennt er erst. Normal ist das viel früher. Deswegen werde ich mit diesem Setup hier keine Speedruns machen können. Leider, aber das macht nichts. Ich kann trotzdem, wenn ich will, relativ schnell hier durchrennen, wie ihr sehen könnt. Mache ich jetzt in dem Level ja auch, weil das ist echt unspektakulär. Der Anfang ist auch echt langweilig. Und ja, was wollte ich denn eigentlich noch alles so erzählen? Ja, wir rennen hier ein bisschen durch, ich erzähle ein bisschen was. Das Gefehle geht halt noch nicht los, also ich kann mich jetzt noch nicht groß aufregen oder groß sagen, Mann, Mario, mach doch mal oder Gott, bin ich schlecht. Und ja, das ist halt einfach leider nicht so. Ja. Bisschen Theorie spinnen könnten wir tatsächlich. Also, ne? Vielleicht ist Mario ja gar nicht dieser liebe Klempner. Ja, so war das nicht gedacht. Und so kommt man nicht dran? Kommt man nicht dran? Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, dann schwimmen wir eben durch. Oh. Okay, mit dem Controller, mit dem ich hier spiele, ist das tatsächlich gar nicht mal so gut zu steuern wie auf dem Original Super Nintendo. Da, wo ich das Spiel natürlich auch habe. Ich habe ja einige Konsolen hier stehen. Hier hinten sieht man. Nee, hier. Nee, hier. Sieht man mein N64 stehen, die Ouya und die Wii. Es sind nur 3 von den 16, die hier rumstehen hab. Vielleicht könnte ich da ja mal ein Video drüber machen, über meine Sammlung. Also wenn das gewünscht ist, dann sagt mir das doch ruhig. Ja, lasst mir doch mal einen Kommentar da, ob ihr mal Bock habt, meine Sammlung zu sehen. Das war übrigens gerade richtiger Premium-Move. Tschüss, P-Switch. Das trifft mich, oder? Ja. Das trifft mich vom Timing her. Aber das macht alles nix. Das ist alles zu verschmerzen, weil da gibt es unseren Pilz am Midway Point. Hier kommen die. Keine Ahnung, früher habe ich immer gedacht, das wären gigantische Käsestangen, die von oben kommen. So wie man die Mario-Spiele kennt, sind es vielleicht sogar welche. Weil hier hat ja alles irgendwie was mit Essen zu tun auf dieser Yoshi Island. Das ist auch ein bisschen abstrus eigentlich. Deswegen könnten das tatsächlich gigantische Käsestangen sein, aber gehen wir mal nicht weit davon aus, weil das wäre schon ein bisschen arg weit hergeholt. Das hier ist dann übrigens Larry und das war Larry. Ja, den kriege ich gut im Griff, weil hier muss man ja auch lang für den Speedrun, für den ich ab und zu mal übe. Deswegen ist das hier alles noch gar kein Thema. Ich weiß auch jetzt beim nächsten Level tatsächlich nicht, ob ich einfach durchrennen soll, weil ich es könnte. Oder ob ich euch das Level zeige. Weil da ist auch eine neue Mechanik in den Mario-Spielen, die hier ganz neu war, nämlich die Feder. Die ist hier ganz neu. Ja, Mario hat Iggy. Ach, Iggy, nicht Larry. Was rede ich denn da? Iggy war das. Ja. Wir haben Iggy kaputt gemacht und Donut Land ist damit befreit. Und wir kommen in Welt 2 von 8. Herzlich willkommen. So, schießen, rennen und dir wollen wir die Feder abluchsen. Und ja, ich kann euch das ja mal kurz demonstrieren. Also wenn man hier rennt, dann kann man hier fliegen. Und man kann mit ein bisschen Skill, kann man hier halt im Prinzip komplett durchs Level fliegen. Aber das machen wir mal jetzt nicht. Was auch geht mit dem Cape ist, wenn dieser Chuck da auf uns wirft, können wir so die Bälle fangen. Beziehungsweise kaputt machen. Das ist auch total witzig. Oder euch kann man damit kaputt machen. Also es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Tanuki-Anzug aus Super Mario Bros. 3. Ist wohl auch davon inspiriert. Okay, das kann ich auch mal zeigen. Hier hat man immer. Das war jetzt eine Niete. Und wenn 3 Kreise rauskommen, ist alles zufällig. Dann kriegt man Leben raus. Brauche ich nicht. Deswegen gehe ich wieder raus. Ja, ein bisschen Zeit sparen. So, hier können wir rein. Genau, und hier kriegt man jetzt die Feder offiziell. Und hier steht dann auch, wie das geht. Und hier lernt man im Prinzip das Fliegen. Also hier kann man das lernen. Und hier so dieses Rumgefliege durch die Münzen. Also hier ist eigentlich dieser Übungsspot dafür. Hier unten hängen halt auch nur einfach nur Münzen rum. Es ist hier nichts Besonderes. Also es ist hier wie gesagt zum Üben der Flugmechanik.
Deswegen können wir das auch schnell abhaken, weil fliegen kann ich bereits. Hier kommt ein Yoshi raus. Genau. Ich kenne dieses Spiel wie meine Westentasche. So, Yoshi erspart uns einen Hit tatsächlich. Das ist ganz nett von ihm. Das hat er nämlich jetzt wieder getan. Ja, und hier, man hat vorhin, haben wir ja den gelben Palace schon gemacht, den gelben Switch. Da haben wir diese Teile jetzt bekommen, wo Pilze rauskommen. Die gibt es dann hier nochmal. Da kommen wir später erst hin. Und dann könnte man hier hochrennen mit Mario. Aber wir sind ja klug. Na, komm schon. Meine Güte. Also man kann ja auch schon früher hochfliegen. Und dann könnte man hier diesen Secret Exit schon machen. Wir machen es jetzt einfach mal. Einfach, weil wir können. Wäre dann auch der Weg für den Speedrun. Da geht man hier lang. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück und machen noch den richtigen Ausgang. Ich habe euch das Level ja jetzt gezeigt. Wir lassen Yoshi mal da stehen. Und jetzt zeige ich euch mal, dass man hier auch einfach durchfliegen könnte. Wenn man im richtigen Timing fliegt, dann kann man immer an Höhe gewinnen. Und dann können wir auch, ich versuche es gerade, können wir aus dem Bildschirm rausfliegen und sind dann im Prinzip immer am oberen Ende und können das ganze Level überfliegen. Und das kann man mit extrem vielen Leveln machen in dem Spiel hier. Da waren wir eben, genau. Und hier unten ist eben das richtige Ziel. So viel davon. Ja, jetzt habe ich das gerade schon gezeigt und vorweggenommen. Man sieht, dieser Levelpunkt, wo wir gerade waren, und auch der im Wasser und auch der, auf dem wir jetzt stehen, die schimmern so ein bisschen rot. Das heißt, da gibt es mehr als einen Ausgang. Und ja, da haben wir das ja eben schon gezeigt. Hier zweigt es jetzt ab. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu wählen. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal regulär und machen die ganzen Geheim-Exits dann im Anschluss. Ja, das hier ist ein Scrolling-Level. Kennt man ja auch. Oh nein, dich will ich nicht. Geh weg. Das ist ein Scrolling-Level. Da kann man leider nicht schneller, als einem das Spiel vorgibt. Leider, leider. Leider, leider, leider. Leider, leider, leider. Deswegen müssen wir uns hier ein bisschen gedulden. Hier kommt eine weitere Feder raus. Wir können ja auch ein bisschen nach Punkten spielen, wenn wir schon dabei sind. Müssen wir aber nicht. Können wir aber. Kriege ich das noch hin? Mal konnte man sich da... Genau. Hallo. Man konnte sich da oben halt reinglitschen, aber dann kann man das Level halt nicht mehr schaffen. Dann steckt man in der Wand drin und kommt nie wieder raus. Und dann stirbt man eben, weil die Wand ja kommt. Nee, hier war das nicht. Hier war das nicht. Ich glaube, hier war das. Ich glaube, in die Röhre können wir rein. Was uns dann auch wieder zum geheimen Ausgang, glaube ich, bringt. Ja, das bringt uns hier zum geheimen Ausgang. Da haben wir jetzt mehrere Möglichkeiten. Wenn wir einen Yoshi hätten, Yoshi kann fliegen, wenn er einen blauen Panzer im Mund hat. Oder der blaue Yoshi kann fliegen, egal welchen Panzer er im Mund hat. Man kann optional auch hier einfach hochfliegen. Oder, was auch geht, wir werfen diesen Panzer an, ja, wenn wir treffen, an dieses Teil. Und dann springen wir hier halt einfach nacheinander hoch, klettern hier hoch und haben wir das auch erreicht. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man könnte auch mit Yoshi hochspringen und von Yoshi abspringen. Hier ist jetzt dieser grüne Palast, von dem ich eben gesprochen habe. Gibt es auch wieder ein verstecktes Leben, wenn wir das Ganze so machen. Na, nee, sehr gut, so kriegen wir es nicht. Aber wir können es trotzdem noch schaffen, wenn wir das so machen. Dann treffen wir so trotzdem noch alle, glaube ich. Ja, gibt es ein Leben. Ja, wieder mal grob fahrlässig verkackt. Pui! Aber das stört uns nicht. Wir kriegen unsere Leben schon zusammen und wir steuern auch auf etwas Großartiges zu. Das wird im nächsten oder übernächsten Part kommen, je nachdem, wie schnell wir hier durchkommen. Da zeige ich euch dann mal einen Trick, wie man im Prinzip an unendlich viele Leben kommt. Das ist eigentlich super, super hilarious. Ich gucke auf die Uhr. Ja, ein bisschen was geht noch. Ein klein bisschen was geht noch. Wir müssen jetzt natürlich wieder ins Scrolling-Level rein. Tschüss. Oh, das war knapp. Tschüss.
Da kann man ja auch ein paar Punkte erhaschen. Aber das ist eh total irrelevant in diesem Spiel mit den Punkten. Weil man kann ja theoretisch unendlich oft in die Level rein und sich einfach Punkte holen. Das ist noch aus einer Zeit von den Spielen, wo man eben das Spiel linear durchspielt, ohne dass man die Möglichkeit hat, zurückzugehen und sich die Punkte zu erfarmen, sag ich mal. Jetzt kommt hier nämlich eine Feder raus. Ja, das ist noch so ein Überbleibsel aus, ja, von früher, aus besseren Zeiten. Ihr kennt das. Ihr kennt das, wenn die Alten immer sagen, früher, bessere Zeiten und so. Ihr kennt das, ihr hasst das wahrscheinlich, ihr verurteilt das genauso wie ich das auch als Kind und Jugendlicher verurteilt und gehasst habe, wenn mir meine Eltern und Großeltern irgendwas erzählen wollten, dass früher das ja alles ganz anders war und besser war. Und ja, heute gehöre ich auch zu den Leuten, die teilweise sagen, jo, die neuen Spiele, naja. Also da macht so ein Super Mario World schon ein bisschen mehr Spaß, oder? Als so ein. Nee, ich will jetzt nicht auf irgendwelchen Spielen rumhacken. Ihr habt ja, hat ja jeder seinen eigenen Geschmack und Generationenwechsel. Und wenn man es eben nicht anders kennt und gewohnt ist, dann ist das eben so. Aber ja, nehmt es mir eben nicht übel, wenn ich dann mal sage, dass mir das hier halt ein bisschen mehr Spaß macht als zum Beispiel. Keine Ahnung. Ich sag keine anderen Spiele, wie gesagt. Und ja. Ist hier schon das? Nee, hier war das nicht. Nee, hier müssen wir rein. Und ich glaube, hier ist dann auch schon das Ziel. Ja, vielen Dank. Hätten wir dieses nervige Scrolling-Level auch geschafft. Es kommen noch ein paar. Aber das sollten wir hinkriegen. Ich gucke auf die Uhr. Wir sind bei 17 Minuten. Kriegen wir das Geisterhaus noch hin? Wir kriegen das Geisterhaus noch hin. So, ins Geisterhaus. Die Geisterhäuser haben, glaube ich, bis auf eine Ausnahme alle zwei Ausgänge. Hier zeige ich auch wieder den geheimen Ausgang zuerst. Man fliegt ganz links hoch, läuft einmal über diesen Raum drüber. Sind schon manchmal fies versteckt, aber das sind halt, diese Geheimausgänge sind halt auch nicht notwendig, um das Spiel durchzuspielen. Deswegen sind die halt ein bisschen schwerer versteckt. Ja, hier gibt es dann nochmal vier Leben. Und hier ist dann der geheime Ausgang. Ja, die sind ein bisschen schwierig versteckt und ja, das Spiel hat halt so, ich sag mal, es wird relativ schwer zum Schluss für Einsteiger und Leute, die das jetzt nicht so bis zum Kotzen geübt haben wie ich. Aber es ist machbar, aber wenn man die 100% haben will, dann ist es schon ganz schön tricky. Dann kann das tricky sein. Ja, wir laufen hier mal unseres Weges. Und hier wird es halt jetzt ein bisschen tricky. Das kann ich aber ganz leicht erklären. Wir haben hier diesen Raum, gehen in diesen Raum rein, kommen dann hier unten raus. Hier gibt es einen P-Switch. Und wenn wir dann diesen P-Switch drücken, dann kommt hier eine Tür. Und dann kommen wir in diesen tollen Raum, wo hier so eine Schlange rauskommt. Die kann ich steuern mit dem Kreuz, wie sie fährt. Und dann kann ich die Münzen einsammeln, will ich nicht. Und dann kommen wir hier in diesen Raum, der aussieht wie der andere eben. Das ist aber nicht der gleiche. Das ist der Trick an diesem Geisterhaus. Weil wenn wir jetzt hier reingehen und drücken hier drauf, kommt wieder der P-Switch raus, weil wir jetzt wieder in einem anderen Raum sind. Das ist, dieser Pfeil hier soll einen in die Irre führen, weil wir gehen ganz einfach in diese Tür, kommen dann wieder hier unten raus und dann kommt eine Ranke da raus. Das ist nämlich jetzt ein Raum, der genauso aussieht, aber nicht der gleiche ist. Ein bisschen schwierig, wenn man das nicht kennt. Dann ist hier oben nämlich eine Tür und die führt uns zum Ausgang. Das ist diese Geisterhäuser, das sind im Prinzip so Rätsellevel meistens. Aber sollte zu verstehen sein. Und ja, ich würde sagen, wir haben hier jetzt ganz gut Fortschritt gemacht, würde ich sagen. Ja, doch. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich bin zufrieden. Und ja, damit verabschiede ich mich vom ersten Part Super Mario World. Schaltet wieder ein, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch und Abo ist natürlich auch immer geil, also freue ich mich drüber. Und Kommentare natürlich auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Mossi. Ciao.